Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus mitten aus dem Ruhrpott. Und heute machen wir ein Review über, ne, den nicht, über das da. Und zwar Overwatch. Hier mit der Nummer 6101 mit 233 Teilen, 12 in 1 und ein Hamster. Da, ne, da ist er. Ja, so sieht das Ganze von vorne aus. So sieht das Ganze von hinten aus. So, was ich nicht wusste, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, ist, ich dachte nicht, dass das hier ein Lego-Set ist. Ist aber. Und zwar sogar mit demselben Namen: Overwatch mit der Nummer 75976 aus dem Jahre 2019. Mit 227 Teilen von Lego. Und das hier hinten drauf, das sind hier quasi 3, 6, 8, 10 Modelle von der Seite Rebrickling. Naja. Gut, nur das kostet, glaube ich, jetzt im Moment. Original neu verpackt, ein Huni. Hat mal 19,99, glaube ich, gekostet. Na gut. Wie gesagt, ich hätte es nicht gekauft als Lego-Klon. Dazu haben wir eine Anleitung. Diese besteht aus einem zweiseitigen Faltblatt mit insgesamt 34 Bauschritten. Die Original-Lego-Anleitung besteht aus einem Buch und Heft mit 84 Seiten und dementsprechend Bauschritte. Dann haben Sie hier, man sieht es hier bei Punkt 28, auf einmal bitte. Bringen Sie die Sticker an. Die Sticker sind nicht dabei. Das haben sie eins zu eins aus dem Lego rausgeholt, scheinbar. Das Set hat zwei Prints, die sind auch da. Und ja, die Sticker haben sie nicht dabei. Recht interessant. Wenn man die Baupläne für die anderen Modelle haben möchte, muss man diesen Code hier einscannen. Und dann kommt man zu den Bauplänen von den anderen Modellen in genau dieser selben Faltblatttechnik. Ja. Ich habe mir von Rebrickling mal eine Original, also vom Mocker selber geholt, und zwar baue ich den guten Jungen da unten mal nach. Der interessiert mich. Das seht ihr dann die Tage. So. Wir haben 4x2 Plates in Orange übrig. Wahrscheinlich für die Mocs. Und dann haben wir hier unseren Overwatch. Oh, ein bisschen gerade machen. So. Oh. Hier mit dem jungen Mann, den besagten Hamster. Den kann ich auch einfahren. Das mache ich jetzt. Dafür muss ich jetzt hier hochklappen und hier einen Hebel umlegen. Und dann kann ich da einen Deckel zumachen und dann kann ich da zumachen. So. Dann sieht das Ganze so aus, von vorne. Wie gesagt, was man da oben sieht, ist ein Print. Mit. Ja, Lego hat keine Waffen. Naja, ja, mit irgendwelchen Laserstrahlen, würde ich sagen. So sieht das Ganze von der Seite aus. Und so seltsamerweise von hinten. Das heißt, hinten haben wir auch nochmal einen schönen großen Print drauf. Richtig tollen Print sogar. So, die andere Seite.
So von unten und so erstmal von oben. So. Dann kann man hier, falsch rum, der Klappe aufmachen. So. Und dann kann man da reingucken und da versteckt sich jemand. Und um den rauszukriegen, muss ich hier mal kurz aufklappen. Und dann kann ich den hochfahren. Dann rastet der auch ein. So, und dann habe ich da oben so einen kleinen Hamster. Also ich habe dieses Set im Netz gesehen und es gefiel mir einfach gut, weil ich dachte, Hamster und so weiter ist auch keine Lego-Figur. Toll. Was hier bei dem Set auffällt, hier sind Flett-Silberteile. Die sind, glaube ich, nicht normal, weiß ich immer nicht. Hier haben sie aber normales Grau. Na gut. Bauspaß war auf jeden Fall da. Und wenn man jetzt überlegt, Lego sagt 227, die sagen 233. Das wären 6 Teile mehr. Da liegen 4. Ich weiß nicht, wo die anderen 2 Teile verbaut sind, die dann Lego nicht brauchte. Gut. Von der Länge ist es gutes Stück, je nachdem, wo, wie man die hier einstellt, rund 10 cm. Von der Breite, je nachdem, wie man diese Füße einstellt, und hier die Torpedos da. Obwohl, ne, die Torpedos kann ich nehmen. Die sind breit genug. Kommen wir ungefähr so auf 12 cm. Wenn der Deckel offen ist, kommen wir auf 14 cm. Und klappen wir den Jungen ein. Kommen wir auf gute 11 cm. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, das ist Sun Green. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich Sun Green ist. Oder ob die Farbe anders ist. Das Einzige, was hier relativ gut ist, etwas anders, ist diese Farbe zu dem Print. Ja, die passt. Von hinten ist der dunkelgrau und der Print passt von der Farbe. Auch vorne passt der Print von der Farbe. Also deswegen. So ist das Ding klein, handlich. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt irgendwie. Mal überlegen, man könnte den jetzt nach, ne? Da schlägt er an, da schlägt er eigentlich auch an. Ne, ich wollte gerade sagen, man könnte die jetzt zusammenklappen. Dass es eine Kugel gibt. Ne, gibt keine Kugel. Ja gut, auf alle Fälle, ich sag mal, mir hat der Bau Spaß gemacht. Ich bin auch mit der Anleitung klargekommen. Schönes Set, wie gesagt. Ist ein Klon, wusste ich nicht. Und selbst wenn, aber gut. Also ich habe sie jetzt als eigenständig genommen. Mir hat es gefallen. Ach, hier steht übrigens Hamster sogar drauf. Ja, das war's. Schreibt mir gerne meine Kommentare, wie ihr dieses Set findet, ob ihr es eventuell habt, eventuell auch von Lego. Und wie es euch gefällt, wie euch die Funktion mit dem Hamster da gefällt. Ist halt ein bisschen Technik, bisschen Klemmbaustein. Ne? Gar nicht mal verkehrt. Jo, das war's soweit. Ich bestelle euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus. Grüße heute mal die Damen und Herren aus Wuppertal und wünsche Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.